Hallo und willkommen zu einem weiteren Video von mir, Fab.io. Heute zeige ich euch, wie man einen Countdown-Timer in GDevelop macht. Dafür mache ich jetzt erstmal ein leeres Projekt, eine neue Szene und ein Textobjekt. Das ist der Timer, der dann die Zeit runterzählt. Ich würde sagen, wir fangen einfach bei 10 Sekunden an. Und ja, ich mache es ein bisschen größer. Und fett, genau. Dann ist es so. Das könnte man jetzt in jedes Spiel machen oder so. Und jetzt mache ich, also jetzt brauche ich erstmal eine neue Variable. Dafür kann ich einfach S drücken und Edit Scene Variable. Mache ich eine neue. Und das Countdown. Die setze ich zu 10, auf 10. Das ist dann wie viele Sekunden noch. Und als erstes mache ich, dass immer der Timer, Modify the Text, Set to Variable, Text of Scene Variable, Countdown. Das bedeutet, dass immer die Variable, die beim Countdown ist, angezeigt wird. Okay. Und jetzt brauchen wir was at the beginning of the scene. Also wenn die Szene aufgerufen wird, geben wir Timer ein. Da gibt es sowas, und zwar Start or Reset a Scene Timer. Den nenne ich einfach Timer und kopiere mir das, weil man muss ihn wieder genauso nennen und sage okay. Und jetzt mache ich eine neue Condition. Gebe wieder Timer ein und dann Value of a Scene Timer. Bei Timers Name gebe ich wieder Timer ein und sage ich 1. Und sage okay. Also jede Sekunde soll dann die Variable, die Zählvariable Countdown minus 1 gemacht werden. Und sagen wir okay. Und der Timer soll auch wieder resettet werden. Und jetzt, wenn wir das machen, wird jede Sekunde eine Zahl runtergezählt. Aber jetzt ist noch das Problem, dass das auch in die Minuszahlen geht. Also machen wir hier als eine andere Condition Variable Value of a Scene Variable Countdown is greater or equal to 0. Das heißt größer oder gleich zu 0. Das würde jetzt bedeuten, dass wenn es runterzählt, dass es dann 0 bleibt. Denke ich. Ah, nee, wir müssen statt greater or equal to, wir müssen nur greater machen. Sonst würde es bei 0 auch nochmal 1 abziehen. Genau. Und dann bleibt es auch bei 0. Und jetzt könnten wir noch machen, if Variable, Value for Scene Variable, Countdown, ist 0, dass ich dann einfach das Game, okay, da gehen wir dann auf Scenes und auf Quit the Game. Sagen wir okay. Und jetzt hat, wenn der Timer, also der Countdown, auf 0 ist, dann verlassen wir automatisch das Spiel. 5, 4, 3, 2, 1 und das Spiel hat sich geschlossen. Okay, ich würde sagen, das war's mit dem Video. Ciao.